So, mal schauen. Aha, Hörspiele, Hörspiele. Nochmal Hörspiele. Ich glaube, jeden Tag steht hier ein Hörspiel auf dem Programm. So muss es sein. Herzlich willkommen bei Hör mal zu. Meister Eder und sein Pumuckl. Herrschaftszeiten, Kruzifix, jetzt ist schon wieder die Feilen weg. Wer hat die wohl wegversteckt? Ja, hallo, meine lieben Hörspielfreunde. Wir sind heute in der Schreinerwerkstatt von Franz Eder, einem alteingesessenen Münchner Schreiner. Und darum geht es heute, um die wohl schönste Kinder-Hörspielserie aller Zeiten, Meister Eder und sein Pumuckl. Ja, wer hat den erfunden? Alice Kaut ist die Autorin der Geschichte über den Kobold Pumuckl, der bei dem Schreinermeister allerlei Spuk in dessen Werkstatt treibt. Zunächst 1962 als Hörspiel vom Bayerischen Rundfunk gesendet, fanden die Geschichten bei Kindern und Erwachsenen auch als Buch, Schallplatte, Kassette, später DVD und als Fernsehserie großen Anklang. Insgesamt entstanden rund 100 Geschichten, in denen Pumuckl für Aufregung und Verwicklung zuständig ist. Die 52-teilige Fernsehserie sowie die Hörspielreihe mit Alfred Pongratz und später Gustl Beyerhammer als Meister Eder und natürlich Hans Klarin, der Pumuckl seine Stimme lieh und 2002 selbst den Erben und Cousin des Meisters Eder spielte, sorgten für bundesweite Bekanntheit der Figur. Ich habe auch eine Plüschfigur als Kind gehabt. Wie Alice Kaut in der Sendung Montagsmaler damals Anfang der 80er selbst erklärte, war Pumuckl der ihr von ihrem Mann gegebene Spitzname. Ja. Die Disneyland EMI-Schallplatten, also die ganz alten, sind ausschließlich mit Alfred Pongratz. Die sind auch ein bisschen bohrischer, bayerischer, uriger als dann die mit Gustl Beyerhammer und Hans Klarin hat auch den Pumuckl noch nicht so extrem krächzend angelegt. Nicht die Katze geht mich was an, sondern meine Ruhe geht mich was an. Und der Hof geht mich was an. Das ist nämlich unser Hof und nicht ein Katzenhof. Also beruhige dich, die Katze tut dir gar nichts. Hans Klarin, Pumuckl und Huibu haben seine Stimme extrem strapaziert. Im Alter hatte er extreme Stimmprobleme. Kein Wunder, wenn man das über Jahrzehnte praktiziert und lebt. Diese beiden Rollen sind extrem anstrengend und wow. Also ich habe kürzlich bei meinem Freund Thomas Birker bei Dreamland eine recht actionreiche Szene gesprochen und die hat mich schon extrem außer Atem gebracht. Ich möchte nicht wissen, wie fertig Hans Klarin war nach einer Folge Pumuckl. Chapeau, lieber Hans Klarin, du bist unvergessen. Im Jahr 1969 schaffte es der Pumuckl dann auf die Schallplatte. Auf Basis der Radiohörspiele entstanden ab 1969 zunächst 33 Schallplatten mit jeweils zwei Folgen. Der Pumuckl wird hier von Hans Klarin und der Meister Eder von Alfred Pongratz gesprochen. Im Unterschied zu den Radiohörspielen wird hier mehr Hochdeutsch gesprochen. Auch gibt es Abweichungen im Detail und bei den Sprechern der Nebenrollen. Wie in der Rundfunkversion spielten prominente bayerische Volksschauspieler wie Ernie Singerl, Karl Obermeier, Karl Tischlinger, Katharina de Bruin und Alexander Malachowski häufig Gastrollen. Nach dem frühen Tod von Alfred Pongratz wurden 6 weitere Langspielplatten mit je 2 Folgen produziert, in denen Gustl Beyerhammer, der in den früheren Episoden schon als Stammtischfreund gesprochen hatte, den Meister Eder spricht. Aus unbekannten Gründen wurde August Riel als Erzähler in diesen 12 Folgen durch Harald Leibniz, den Schauspieler, ersetzt. Nach dem Erfolg des Kinofilms und der ersten TV-Staffel erfolgte eine komplette Neuauflage der Hörspielkassetten und Schallplatten.
Also die Folgen Alfred Pongrats wurden dazu nun auch mit Gustl Beyerhammer eingesprochen, während in den letzten Folgen der alten Reihe, in denen also Beyerhammer den Meister Eder und Leibniz den Erzähler gesprochen hatte, wieder mit Riehl als Erzähler eingesprochen worden war. Also ziemliche Verwirrung, deswegen kommt es euch bestimmt manchmal auch so vor, komisch, das Hörspiel habe ich mal gehört, aber war nicht der Sprecher X ein anderer oder der Erzähler, also es ist sehr verwirrend. Nach wie vor gefällt mir August Riehl als Erzähler am allerbesten. Hört euch mal diese Stimme an, der Mann chillt mich immer total runter. Damit hat sich der Pumuckl allerdings gründlich geirrt. Ihr wisst doch, wer der Pumuckl ist. Ganz einfach, ein Kobold. Und wisst ihr, was ein Kobold ist? Im Lexikon steht's ganz genau. Ein kleiner, meist unsichtbarer Hausgeist. Dieses meist allerdings gibt zu denken. Denn es heißt so viel wie zwar oft, aber nicht immer unsichtbar. Irgendjemand muss ihn also irgendwann einmal sehen können oder einmal gesehen haben. Aber wer? Darüber gibt das Lexikon leider keine Auskunft. Toller Typ. Ja, kleine Info noch, abweichend vom Radiohörspiel geht Pumuckl nicht aufs Meer zurück, sondern bleibt in der nun Pumuckl und der blauen Klabauter benannten Folge am Ende doch beim Meister Eder. Ja, und was natürlich so viel Erfolg hat als Buch und auch als Hörspiel, das kam natürlich auch ins Fernsehen, zum Glück, wie ich sagen muss. Zwischen 1979 und 82 entstand unter dem Titel Meister Eder und sein Pumuckl der erste Pumuckl-Kinofilm. Beyerhammer, der seit 77 Meister Eder in den Hörspielen sprach, übernahm diese Rolle auch für die Verfilmung. Pumuckl ist, wie auch in allen danach entstandenen Filmen und Serien, als Zeichentrickfigur zu sehen, die in eine reale Umgebung einkopiert wurde. Diese Trickteile entstanden bei der Pannonia Film in Budapest. Der Film ist im Wesentlichen ein Zusammenschnitt von 4 Episoden der parallel produzierten Fernsehserie, und zwar Spuk in der Werkstatt, Das verkaufte Bett, Das Schlossgespenst und mein absoluter Favorit, Das Spanferkelessen. Denn wo sonst sieht man Knädel durch die Gegend kullern? Allerdings wurden etliche Szenen doppelt mit anderen Darstellern in Nebenrollen aufgenommen. Als Teaser zum kommenden Kinofilm wurden im ersten die Werbepausen von kurzen, exklusiv hierfür gedrehten Pumuckl-Sketchen unterbrochen. Es gab dann auch noch eine zweite Staffel, die dann bis 89 lief. Es wurde ein Spielfilm gedreht, Pumuckl und der blaue Klabauter. 93 verstarb Gustl Beyerhammer. Zuvor hatte er noch ein letztes Mal diese Rolle für den 1994 erschienenen Film gespielt, in dem Eder nur kurz auftrat. Aufgrund seines Todes vor der Fertigstellung des Films musste Beyerhammer nachträglich von Wolf Euber synchronisiert werden, da die Tonqualität zu schlecht war. Ja, so war das. So, jetzt will ich aber nicht über traurige Dinge reden, sondern lasst mich gemeinsam mit euch den ersten Moment, das erste Zusammentreffen von Meister Eder und seinem Pumuckl nochmal anhören. Aber was war denn jetzt das? Eine schöne Bescherung. Ich werd verrückt. Da klebt ja was Rotes an meinem Leintopf. Vielleicht ist das ein Vogel, der reden kann. Unsinn, ich bin kein Vogel. Ha? Ich bin der Pumuckl und ich klebe an deinem dummen Topf. Ich bin weg da. Pfui, weg, pfui, pfui. Ja. Pfui, weg. Ja, das hat ja einen Kopf und zwei Beine und zwei Arme und zwei Ohren und zwei Augen. Tatsächlich. Und alles ganz klein. Das ist ja zum Lachen. So, meine Lieben, das war die Geschichten vom Meister Eder und seinem Pumuckl. Und wenn ihr mal was rascheln hört bei euch irgendwo in der Ecken, nicht gleich das Mosbier in die Ecken pfeffern, sondern vorsichtig schauen, vielleicht habt ihr auch einen Kobold, einen Klabauter bei euch wohnen und wisst es gar nicht. Passt schön auf euch auf, für Gott und bis bald bei
Hör moi zu.